Wir haben ja schon den Liner vom Waldheim Geisburg gehört. Es gibt ja jetzt hier aber noch in der Nähe ein anderes bekanntes Waldheim, und zwar das Waldheim Sillenbruch. Und von denen hören wir jetzt auch nochmal eine Solidaritätserklärung. Dafür darf ich Günther ans Mikrofon bitten. Applaus für ihn. Ja, hallo, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde. Die Waldheime sind ja entstanden aus der Arbeiterbewegung. Das Waldheim Geisburg, das Waldheim Sillenbruch, das waren mit die ersten Waldheime in Stuttgart, die sich die Arbeiterklasse von Stuttgart geschaffen hat, um praktisch die Freizeit zu verbringen, um den unerträglichen Wohnungs- und Arbeitsbedingungen zu der Zeit vor über 100 Jahren in der Freizeit etwas entgegensetzen zu können und auch als Bildungsstätten. Clara Zetkin, deren Name unser Waldheim trägt, das Clara Zetkin Haus, war mit eine entschiedene Meinerin gegen den aufkommenden Faschismus. Sie hatte als Alterspräsidentin im Reichstag noch bei der Eröffnung vor dem Krieg das Gewand, der da praktisch die Wahl der Faschisten bedeutete, und sie hatte recht gehabt. Der Vorstand des Waldheimvereins Stuttgart, Clara Zetkin Haus, verurteilt den Versuch des Bundeswahlausschusses, der DKP den Parteistatus zu entziehen. Das gleicht einem Verbot durch die Hintertür. Nach Angriffen auf die Gemeinnützigkeit von antifaschistischen und linken Organisationen wie die VVN-BDA, ATTAC, Autonomes Zentrum Ludwigsburg und so weiter, der Einschränkung der Pressefreiheit wie bei der jungen Welt, Angriffen auf DITEF, die Naturfreunde Jugend Bremen, die Drohung, die Rote Hilfe zu verbieten, immer restriktiveren Polizeigesetzen, ist der Versuch, der DKP den Parteistatus zu entziehen, ein weiterer Schritt, Deutschland in eine immer reaktionäre Richtung zu drücken. Auch wenn gerade die DKP im Visier ist, so sind doch alle bedroht. Alle, die sich dieser reaktionären Entwicklung in unserem Lande entgegenstellen. Wir erleben aktuell eine Politik der Aufrüstung. Diese geht einher mit immer aggressiveren Maßnahmen nach außen und Repression nach innen. Die soziale Spaltung in Deutschland wird immer gravierender. Das reiche 1% der Bevölkerung wird auch in der Krise reicher, während die große Masse der abhängig Beschäftigten ärmer wird. Gleichzeitig werden die Polizeigesetze verschärft, demokratische und soziale Rechte eingeschränkt, Nazis werden von Staatsfähigen gefördert und geschützt. Das Kapital braucht Ruhe an der Heimatfront. Damit diese Entwicklung nicht gestört wird, ist es notwendig, kritische Stimmen zum Verstummen zu bringen. Deshalb sind alle antifaschistischen und demokratischen und sozialen Kräfte gefordert, sich diesem kalten Verbot der DKP entgegenzustellen. Danke. Danke, Gutlein von Waldheim und dem ganzen Waldheim Sillenbruch.